Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, ich hatte euch am Anfang der Spice Bar Kartoffelwochen einen Knaller am Ende versprochen. Und der kommt heute. Denn heute ist ein Tag der Freude. Und das nicht nur, weil die Sonne scheint, sondern wir ballern heute die Sour Cream Next Level. Also eigentlich ein Upgrade auf die normale Sour Cream, die ihr so feiert. Kein Ersatz, ein Upgrade, würde ich sagen. Und der größte Knaller kommt noch. Wir haben ein neues Gewürz auf dem Markt. Und das zeige ich euch gleich. Dazu gibt es noch ein Riffel-Kartoffelsteak. Das klingt auch sehr interessant, oder? Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. So, bam! Und weil ein Tag der Freude ist, gibt es erstmal schon ein Bierchen. Prost auf euch und auf unser neues Gewürz. Das zeige ich euch gleich. Hm? Denn jedes Bier schmeckt besser aus dem 030 Barbecue-Glas. So, Trommelwirbel bitte, Freunde. Neues Gewürz ist da! Bam! Wir haben die Jatenmische an den Start gebracht, Freunde. Kräuter, die ihr braucht. Ganz, ganz viele von euch haben uns angeschrieben im letzten Jahr und haben gesagt, Bobby, mach doch mal was Grünes. Und hier ist was Grünes. Jatenmische aus Bodenhaltung, Freunde. Alles Bio-Kräuter. Und ich sage mal, die ultimative Mische, die ihr zu allem dazu packen könnt. Also hier ist kein Salz drin, kein Pfeffer drin, sondern nur pure Kräuter, Zwiebel, ein bisschen Tomate. Ein geiles Zeug. Das passt wirklich zu allem. Also könnt da auf Fisch schmeißen, könnt euch eine Butter draus machen. Das passt in alle Soßen, in alle Suppen, in alle Dutch-Ofen-Geschichten. Wir machen damit die Sour Cream Next Level. Ihr könnt da einen Tzatziki draus machen, ihr alles. Alles. Schreibt mir gerne mal im Laufe der Zeit, was ihr so alles mit der Jatenmische macht und die solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ab sofort bei der Spice Bar und mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb, ab 15 Euro auf meinen Nacken, genauso wie auf alle unsere anderen Gewürze. Ne? Ich habe jetzt gerade gesagt, wir hatten vorher die fantastischen 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir 5. Freunde, die fantastischen 5 kommt jetzt ein bisschen blöd, oder? Was ist denn das dann schon? Sind das schon die Avengers? Die Avengers der Gewürze? Ja, der Grüne könnte fast passen, oder? Ich zeige euch das gleich nochmal draußen. Aber ja, Jatenmische ist da. Also bitte auschecken. Und wie gesagt, wir ballern heute wunderschöne Sour Cream Next Level. Und ich werde ein paar Kräuter, Riffel, Kartoffelsteaks dazu machen, damit wir auch was zum Dippen haben. Und damit starten wir jetzt durch, würde ich sagen, oder? Werbung Ende. Los geht's. Zack. Bevor wir mit der Sour Cream Next Level starten, bereiten wir erstmal unser Kartoffelchen vor. Ich habe gesagt, wir machen ein Riffel-Kartoffelsteak mit Kräutern und in geil. Dafür brauchen wir natürlich Kräuter, also Jatenmische, Freunde. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie das sich hier so gebärdet und wie das aussieht. Ja. Guck mal. Wunderschöne Kräutermischung. Oh, hier, hoffentlich fliegt uns das nicht weg. Guck mal, Freunde, sieht das geil aus? Da ist alles drin, was ihr braucht, Freunde. Direkt aus dem Berliner Schrebergarten. Also Schnittlauch, Petersilie, Thymian, Rosmarin, bisschen Tomate, Zwiebel, Basilikum, Liebstöckel, Majoran und noch eine kleine geheime Zutat, die nicht ganz so heim ist. Die steht nämlich auf der Verpackung. Aber die bringt den Extra-Kick. Guckt euch das an. Und das ist die perfekte Ergänzung zu all unseren anderen Gewürzen. Aber ihr könnt natürlich auch alles andere, was ihr im Gewürzschrank habt, dazu schmeißen, weil das passt immer. Also Kräuter ist da nicht zum Rauchen geeignet. So, Kartoffeln. Und für unsere Kartoffeln brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen natürlich Kartoffeln. Hier so dicke Dinger. Freunde, ich habe jetzt da festkochende Kartoffeln genommen. Die bieten sich an, denn die grillen wir auch an. Wir brauchen ein bisschen gutes Olivenöl, Leo und Jatenmische, Berliner Schnauze, Graf Koks und last but not least so ein Riffelmesserchen. Wenn ihr das nicht habt oder nicht kaufen wollt, ich verlinke euch mal so ein Amazon-Ding unten. Könnt ihr natürlich auch mit einem normalen Messer schneiden. Dauert dann einen kleinen Moment länger, aber so wird's richtig geil. Also Riffelmesser. Eine Tüte noch, so ein kleiner Zipper und dann geht's los. Kartoffeln schneiden. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr schnappt euch eure dicken Kartoffeln. Die sind nicht vorgekocht, die sind roh. Dann schnappt ihr euch so ein Messerchen. Die erste Scheibe geht weg. Zack. Guck mal, wie schön das ist. Und dann schneidet ihr euch Steaks runter. Also ich würde sagen, so einen halben Zentimeter dicke Steaks. Guck mal so. Dann wird hier nochmal angesetzt. Ja. Und dann habt ihr so ein schönes, kleines Steakchen hier. Und so machen wir jetzt alle unsere drei Kartoffeln, die wir haben. Guck mal. Geil. Die Riffel da drinnen sorgen dafür, dass das noch mehr Oberfläche hat und deswegen auch relativ schnell gart, selbst beim direkten Angrillen. Also erstmal Steaks schneiden.
Zack, guck mal, hier und unsere letzten Scheibchen. Jetzt ist mal eine ein bisschen dicker, eine ein bisschen dünner. Das macht aber ja nichts. Dann grillt er die eine halt ein bisschen länger und die andere ein bisschen kürzer. Ne? Wenn ihr keinen Bock auf Schale habt, Freunde, dann schält ihr die Dinger vorher. Aber in dem Fall, naja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Die sind natürlich vorher gewaschen worden. So, und die gehen jetzt in Zipperback. Vorher werden sie noch ganz kurz gesalzen. Und in dem Fall nehmen wir jetzt einfach den Grafen. Also einmal kurz ein bisschen überwürzen auf beiden Seiten. Dann ist da schon ein bisschen Grundwürze dran. Und weil wir gleich mit Öl arbeiten, und ja, ihr wisst, mit Öl geht nicht mehr ganz so viel Geschmack ran. Also einmal ein bisschen Salz rufbringen hier. Knoblauch schadet ja auch nicht, ne? Und das sind Kartoffeln, die nehmen ordentlich Salz auf. Also da könnt ihr auch wenig falsch machen, sag ich mal. Zack, so, Salz ist dran. Ne, die noch. Und jetzt rin in so ein Zippertütchen. Könnt ihr natürlich auch in der Schüssel machen, aber da drin habt ihr das Öl überall dran und im Kühlschrank läuft euch das nicht aus. Also Zipperback. Muss ich bloß noch aufkriegen. Der will sich nicht öffnen. Doch, zack. So, alle Rinder erstmal. So, alle drin. Jetzt kümmern wir uns um das Gewürzöl. Dafür, Freunde, Olivenöl. Und zwar in rauen Mengen in ein Schüsselchen. Und das werden wir uns jetzt schön anmachen. Ja, könnt ihr ordentlich was nehmen. Zack. So, Rinder. Da geht jetzt dazu. Jartenmische. Wir wollen ja hier nichts verschwenden. Zack. Ja, da muss noch ein bisschen mehr drin gleich. Ah, kommt. Und zwar ordentlich Kräuter. Ja, Klaus würde sagen 2 Esslöffel. Ich meine eher ein bisschen mehr. Richtig schön Kräutersumpf. Schön, schön, schön. Da geht jetzt Knoblauch dazu. Könnt ihr euch jetzt schneiden oder durch die Presse jagen. Mir ist die Presse da tatsächlich immer lieber. Ja, zack, ich würde sagen so 2 Zehen. Wer mag, auch gerne mehr. Knoblauch. Ist drin. So, noch ein bisschen mehr Graf Koks. Für Salz und ein bisschen Pfeffer und Rauch mit Berliner Schnauze. Alles frei nach Gefühl, Freunde. Zack. So, einmal umrühren. Und so soll das aussehen. Richtig schön schlotziges Gewürzkräuteröl. Noch mal kurz testen. Hat Bums. Ein bisschen mehr Öl noch. Noch köstlich, Freunde. Geil. Jartenmische kann was. Freunde, wenn ihr das angerührt habt, dann geht das jetzt einfach ins Säckchen rein. Möglichst ohne alles daneben zu kippen. Ja, guck mal. Schön alles reinziehen da. Zack, kurz zur Seite. Und dann gucken wir, dass wir überall an die Kartoffeln was rankriegen. Grundbenetzung quasi. Ein bisschen bewegen, nicht kaputt machen, aber es soll schon überall was dran sein. Luft rauslassen. Zack. Und wenn ihr das so habt, dann geht das einfach in den Kühlschrank, Freunde. So, für eine Stunde oder zwei. Gerne auch über Nacht. Einfach ein bisschen marinieren lassen. Ne? Wenn ihr jetzt ja keine Zeit habt, könnt ihr das auch gleich auf den Grill hauen. Aber marinieren ist immer besser. So, Kühlschrank. Und dann ja, zeige ich euch die Sour Cream Next Level, oder? Ah, zack. So, weiter geht's. Während unsere Kartoffeln im Kühlschrank sitzen mit der Sour Cream 2.0 oder Sour Cream Next Level. Aber wie am Anfang gesagt, das ist kein Ersatz für unsere Sour Cream, denn die ist geil, so wie sie ist. Das ist ein Upgrade auf eine Kräuter-Sour Cream quasi. Und die zeige ich euch jetzt. Zutaten, wie gehabt. Wir brauchen ein bisschen Quark, ordentlich Fett, 40%. Wir brauchen ein bisschen Schmand, wir brauchen ein bisschen Creme Fraiche und in diesem Fall dann auch noch ein bisschen Frischkäse, etwas Lauchzwiebeln, eine Limette, Knoblauch, gutes Olivenöl und an Gewürzen von der Spice Bar die Jartenmische, Graf Koks, was habe ich hier? Grand Noir und ein bisschen Kokosblütenzucker. Anstatt Grand Noir könnt ihr jetzt auch Berliner Schnauze nehmen, aber das ist nur für die ganz hartgesottenen, weil dann habt ihr diese Rauchnote drin und da steht nicht jeder drauf in der Sour Cream. Also Grand Noir. So, zusammenschmeißen. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Kennt ihr ja schon. Ne? Das genaue Rezept von der Geschichte hier und auch von unseren Kartoffeln natürlich wie immer unten in der Box. Genauso wie unsere Gutscheincodes und alles andere. Also, Quark geht rein. Zack, Schmand dazu. Das geht hier wirklich ganz, ganz fix. Creme fraiche. Jetzt ein paar von den Lauchzwiebeln. Nicht viel.
ein bisschen was. Zack. Knoblauch. Wieder durch die Presse, Freunde. Eins. Zwei. Da könnt ihr jetzt auch wieder nehmen, so viel ihr wollt. Aber in der Sour Cream muss jetzt nicht so viel Knoblauch drin sein. 2 Zehen ist, glaube ich, ein gesundes Maß. So, Limette. Das ist auch ein kleiner Unterschied. Bei der normalen Sour Cream hatte ich, glaube ich, eine Zitrone immer drin. Wir nehmen jetzt eine Limette. Die gibt noch so ein bisschen milderen Geschmack. Den Saft einer Limette. Ja? Wollte gerade schon wieder sagen, möglichst ohne Kerne, aber Limetten haben ja keine Kerne. So, zack, Limetten sind drin. Ein Schluck Olivenöl. Und jetzt noch ein paar Gewürze, dann hätten wir eigentlich die Basis für unsere normale Sour Cream. Wir wollen ja ein kleines Upgrade schaffen, also Frischkäse. Denn was ist besser als eine Sour Cream? Eine Sour Cream mit Käse, oder? Also Frischkäse dazu, 175 Gramm, die ganze Packung einfach Rinder. So, das jetzt erstmal weg. Und jetzt ans Würzen. Also Kokosblütenzucker, ja, Freunde, ein Teelöffel. Ungefähr. Ihr wisst, ich nehme das nicht so genau. Guck mal, ist ein bisschen weit drüber gegangen. Ein Teelöffel Kokosblütenzucker. Pfeffer. Ebenfalls ein Teelöffel. Grober Ansatz. Ihr könntet natürlich abschmecken, wie ihr das wollt. Graf Koks. 2 Teelöffel. 1. Ja, da geht doch ordentlich was daneben. Und jetzt, last but not least, Jartenmische, unser neues Baby. Und ich feiere es wirklich tierisch, denn es passt einfach überall rein und gibt der Geschichte hier einen komplett neuen Twist, würde ich sagen. Game Changer, würden andere behaupten. Da habe ich mich entschieden jetzt für 4 Teelöffelchen. 1, 2, 3, 4. Und somit ist die Sour Cream Next Level eigentlich schon durch. Das Ganze jetzt bitte vermengen. Möglichst mit einem Quirl. Also wirklich ganz, ganz fix. Guck mal, Sour Cream Next Level ist fertig. Gar kein Problem. Nochmal kurz probieren. Next Level. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Wirklich. So, die auch nochmal kurz in den Kühlschrank. Dann warten wir auf unsere Kartoffeln und dann wird gegrillt. Na, zack, Zeitsprung, Freunde. Knappe 1,5 Stunden später. Der Wind frischt auf. Guckt euch das an. Sehen die Dinger geil aus? Ja? Einmal aus der Tüte geholt. Das Öl habe ich noch separat. Ja? Zum Bestreichen gleich mal. Und die gehen jetzt auf den Grill. Der Boy King läuft. So, auf Hitze. Auf Hitze, Freunde. Macht euch da keinen Kopf. Einfach heiß machen, das Ding. Und ruft da. Und unsere marinierten Kartoffelchen werden jetzt einfach klassisch angegrillt, würde ich sagen. Also einfach rufflegen. Ja, aufpassen wegen Flammen, weil es ja ein bisschen ölig. Dann warten, bis sie sich lösen und drehen. Dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Oh, schön aller Ruf. Ist ja so ein bisschen wie Steak grillen, oder? Mal gucken. Oh, so, guck mal. Nach den ersten 3-4 Minuten mal gedreht. Das sieht schon gut aus, oder? Ja, die Zeit nutzen wir und geben denen noch ein bisschen mehr Öl. Also überall wieder schön ölen, Freunde. Oh, Vorsicht, Flamme. Und dann drehen wir die einfach immer schön weiter, bis die richtig schöne Farbe haben, die Dinger. Und dann ist das auch schon durch. Oh, Flamme. So, wir haben jetzt 10, 12 Minuten angegrillt und gucken mal. Oh, sehen die Dinger herrlich aus, oder? Schöne Röstaromen dran, eine schöne Farbe. Geil, 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 geil. So, und wenn die so aussehen, wie wir sie haben wollen, dann kommen die nach oben in den direkten Bereich. Ja, zack. Und da dürfen die locker nochmal 5 bis 10 Minuten nachziehen. Bis die auch durch sind. Kommt natürlich darauf an, wie dick sind die Kartoffeln, die ihr gemacht habt. Was ist das für eine Kartoffel? Da verhält sich jeder ein bisschen anders. Also gerne mal ausprobieren. Alle nach oben, Deckel zu und dann abwarten, bis wir essen können. Sehr, sehr geil. Ja, und zack, erneuter Zeitsprung. Ich habe gerade schon mal probiert. Es duftet fantastisch hier und das sieht geil aus. Guck mal. Ja, bei 200 Grad nochmal die 10 Minuten. Oh, geil, geil, geil. Wir holen jetzt runter, mal einen Teller fertig und dann wird ihr jetzt. Bam! Und jetzt guckt euch das an, Freunde. Sehr, sehr geil, oder? Ein Beilagenteller, der seinesgleichen sucht. Wunderschöne Kartoffelchen. Sour Cream, Next Level und in geil. Freunde, das riecht hier fantastisch und ich möchte jetzt bitte mal einen Applaus aus der vegetarischen Community haben, oder? Nächstes Mal kommt wieder was mit Fleisch. Aber ich muss noch probieren, damit ihr wisst, dass das auch schmeckt. Ich nehme jetzt nicht die dünnste Kartoffel, damit ihr seht, dass die alle durch sind. Guck mal. Oh, wunderschöne Kartoffelchen.
ultra heiß. Duftet richtig, richtig krass intensiv. Kartoffeln, Freunde. Auch eine meiner großen Lieben. So kann man es sagen. So, aber hier, Sour Cream, next level. Muss ja noch mit ran da. Na komm. Ein Game Changer. Freunde, Hashtag Jatenmische mal bitte unten in die Kommentare. Hashtag Kartoffel unten in die Kommentare. Ballert euch das rein. Voll geil. Ein Tag der Freude. Hat gesagt, oder? So, wir essen jetzt noch ein bisschen. Freunde, wenn euch dieses kleine Video mit den Kartoffelsteaks und natürlich der Sour Cream Next Level gefallen hat, dann ballert Kommentar über ein Like oder Abo, würde mich freuen. Gebt mal ein bisschen Liebe aus der Community für Jatenmische und checkt die Spicebar-Seite aus. Ne? Ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich, ganz, ganz viel Liebe für euren krassen Support. Jatenmische, solltet da auf jeden Fall ausprobieren. Gutscheincode Spicy030Barbecue, 5 Euro, mein Nacken und so, ihr wisst Bescheid. Spicebar checken, Kommentare ballern. Geil. Ich freue mich. Neue Gewürz. So, Kartoffeln essen, Sour Cream essen. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Ja, dann Mischer.